und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Doppelzunge beim Blockflöte spielen. Was ist das und vor allem wie geht das? Das erkläre ich euch in diesem Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Doppelzunge. Vielleicht habt ihr zumindest das Wort schon mal gehört oder ihr kennt euch schon damit aus und habt es womöglich auch schon mal probiert, mehr oder weniger erfolgreich. Die Doppelzunge ist eine Artikulationsart beim Blockflötespielen, die es uns ermöglicht, sehr schnell zu spielen. Ich weiß, was für ein Schrecken das Wort Doppelzunge bedeuten kann. Und ich sehe jetzt immer die Befürchtungen bei den Schülerinnen und Schülern, wenn sie hören, Doppelzunge sollen sie lernen. Und ja, also viele haben das, wie gesagt, auch schon mal probiert und wissen eigentlich, wie es geht, aber sind dann doch gescheitert, haben es aufgegeben beim Üben, weil es nicht voranging. Und heute will ich euch mal erklären, was das genau ist, die Doppelzunge. Das ist nämlich gar nichts Kompliziertes und wie ihr das auch hinbekommen könnt. Bevor ich es vergesse, wenn ihr häufiger solche Tipps von mir bekommen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal und klickt auch das Glöckchen an, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wieder ein neues Video mit Tipps von mir kommt. Hier unten. Also normalerweise, wenn wir Blockflöte spielen, artikulieren wir ja jeden Ton mit dem Zungenstoß, mit dem Dü oder dem Tü. Und so wird jeder Ton deutlich und bringen wir auch schöne Nuancen rein in unser Spiel. Die Artikulation ist sozusagen die Sprache der Blockflöte und so wie wir das normalerweise machen, wenn wir eben nicht diese sogenannte Doppelzunge anwenden, die ich euch gleich zeige, dann nennt man das die einfache Zunge, also das normale Anstoßen mit dem Dü oder Tü, das nennt man die einfache Zunge. Jetzt kann es passieren bei sehr schnellen Passagen, dass eure Zunge das nicht schafft, dass sie ins Stocken kommt und es holprig klingt, obwohl die Finger es vielleicht schaffen würden, aber die Koordination zwischen Zungenstoß und Fingern nicht klappt, weil die Zunge einfach zu träge ist. Warum ist das jetzt für die Zunge zu schnell? Ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein Muskel, den man trainiert. Also die Zunge ist nicht gewohnt, so schnell anzustoßen, beziehungsweise hat auch ihre Grenzen, wie häufig sie schnelle Düs und Tüs nacheinander machen kann. Wie gesagt, wenn die Grenze erreicht ist und ich die Düs und Tüs einfach nicht schneller hinbekomme, obwohl ich es häufig geübt habe, dann hilft uns die Doppelzunge. Mit der gibt es dann fast keine Grenze in der Geschwindigkeit. Und Doppelzunge bedeutet hier, dass die Zunge zwei verschiedenartige Bewegungen macht. Nämlich einmal mit der Zungenspitze, genau wie beim Dü oder Tü, und einmal mit dem Zungenrücken. Also ich zeige euch jetzt nicht meine Zunge hier, aber ich kann euch das mal so zeigen. Also wenn, wie mache ich das jetzt? Wenn, ja, also das ist jetzt euer Gaumen, ja, also was hinter den Zähnen ist. Hier sind die Zähne und das ist euer Gaumen und das ist jetzt die Zunge hier. Und wenn ich normalerweise anstoße mit Dü oder Tü, dann mache ich immer mit der Zungenspitze direkt hinter den Zähnen, nicht davor, das Dü, wie beim Sprechen. Dü, Dü oder auch Tü, Tü, dann ist das noch ein bisschen spitzer. Tü, tü, dü, dü. So. Und bei der Doppelzunge mache ich einmal Zungenspitze, einmal Zungenrücken. Jetzt muss ich meine Flöte weglegen, sonst fällt die hier noch runter. Das wäre schade. Also, dann habe ich dü, gü.
Dü-gü. Ich hoffe, ihr versteht das. Also wenn man das spricht, dü-gü oder auch dü-kü oder tü-kü, das müsst ihr mal ausprobieren, das mal ohne Flöte zu sprechen. Dann bewegt ihr ja einmal die Zungenspitze zum Gaumen und einmal den Zungenrücken, das Breite von der Zunge. Und das ist das Prinzip von der Doppelzunge. Und das geht ganz schnell, wenn man das trainiert hat. Und dann kann man eben bei diesen schnellen Passagen blitzeschnelle Tücke, 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 Tücke machen oder Tücke, 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 Tücke oder ähnliche Silben. Und das fällt nicht auf, dass das eigentlich eine andere Bewegung ist. Es gibt auch noch andere Arten von Doppelzungen. Bei Quanz, bei dem Flötenlehrer von Friedrich dem Großen, steht in seinem Lehrwerk das Diddle vorgeschlagen, also das Diddle. Und also ich wende das zum Beispiel gerne an, wenn ich Diminutionen übe. Das mache ich gern zum Einspielen. Diminutionen von Bassano übe ich da gern. Und da mache ich das mit, statt mit Dücke, Dücke, Dücke oder Tücke, 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 mache ich die schnellen Noten mit Diddle, Diddle, Diddle. Aber wir beschränken uns jetzt hier nur auf die meistens übliche Doppelzunge, nämlich dü gü oder tü kü oder dü gü. Das dü gü, das könnt ihr, glaube ich, ganz gut üben. Die Sache hat jetzt einen kleinen Haken. Vielleicht habt ihr es jetzt schon gerade mal ausprobiert. Die Zunge, eure Zunge, wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder kaum gemacht habt, ist nicht dran gewöhnt. Und wird es erstmal gar nicht können. Das wird erstmal überhaupt nicht gehen oder nur langsam oder nicht in Koordination mit den Fingerbewegungen. Und das ist klar, wie gesagt, ein Muskel, der jetzt eine Bewegung ausführen soll, die er beim Flötespielen zumindest sonst nie macht, der muss sich erstmal dran gewöhnen. Deshalb heißt es hier natürlich üben und das könnt ihr machen, indem ihr die Doppelzunge mal auf ein und denselben Ton probiert und zwar ganz langsam wirklich in die Flöte hinein sprecht und blast dö, gö, dö, gö oder auch dü, gü, dü, gü. Und das mega Wichtigste dabei ist, dass ihr eine tiefe Bauchatmung anwendet, dass ihr gut einatmet mit Zwerchfellstütze. Wenn ihr noch gar nicht wisst, wie das geht, dann schaut euch gerne mal das Video an, die zwei Videos, die ich dazu mal gemacht habe, für diese tiefe Bauchatmung. Denn ohne die kriegt ihr die Doppelzunge auch nicht richtig hin. Der Atem muss fließen, der ist sozusagen der Motor für die Zunge hier. Ja, dann könnt ihr das mal mit verschiedenen Noten machen, aber jede Note auf jeden Fall mehrmals mit, also jede Note mehrmals mit Dü-Gü oder Dö-Gü, wie ihr das auch immer sprechen wollt. Dann könnt ihr das Tempo ein bisschen erhöhen. Und nicht verzweifeln, wenn das nicht im Tempo sich so steigern lässt, wie ihr euch das jetzt vorstellt. Und zwischendurch die Zunge immer wieder entspannen. Eigentlich ist die Doppelzunge dafür gut, dass sie die Zunge entspannt. Denn wenn die Zunge nicht immer dieselbe Bewegung machen muss, immer nur dü, 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 sondern abwechseln kann zwischen dü, gü, dü, gü, dann ist es entspannender. Aber erstmal wird sich bei euch das vielleicht ein bisschen verkrampfen. Deshalb ambiiert jetzt nicht gleich, dass ihr das Tempo super hochschraubt, sondern steigert es so weit, dass es noch entspannt sich anfühlt und sonst wieder locker lassen, entspannen. Und dann könnt ihr auch mal hingehen und nur zwei Töne, zweimal denselben Ton zum Beispiel und das auch wieder im Tempo steigern. Bis ihr dann so weit kommt, dass ihr es auf eine Tonfolge wirklich machen könnt.
Ja, das war jetzt heute nur mal erklärt, wie sie geht, die Doppelzunge, was es überhaupt ist und wie ihr es so grundsätzlich üben könntet. Wichtig ist, wenn ihr es wirklich lernen wollt, dass ihr dran bleibt, dass ihr es täglich wenigstens einmal kurz übt. Und das kann man zum Beispiel auch ohne Flöte, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, man fährt irgendwo hin und man macht immer so dücke, 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 dücke. Das kann man eigentlich überall üben. Ja, dann hoffe ich, ich habe jetzt ein bisschen für Klarheit gesorgt, was das Mysterium Doppelzunge anbelangt. Falls ihr noch Fragen hierzu habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Oder falls ihr Fragen, sonstige Fragen zum Blockflötenspiel habt, auch gerne was schreiben. Ich freue mich und die anderen, die das lesen, freuen sich auch, denn die kommen auch wieder auf Ideen oder haben vielleicht auch noch einen Kommentar dazu zu geben. Ja, dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und sage bis nächsten Freitag. Tschüss!